Herzlich willkommen zu deiner Atempause, einer kleinen, aber wohltuenden Auszeit vom Alltag. Schön, dass du dir diese Zeit schenkst. Heute brauchst du eine Kerze, einen ruhigen Ort, ein Handy, was ausgeschaltet ist und weit weg ist von dir. Und dann setze dich ganz gemütlich irgendwo hin und zünde die Kerze an. Dieser Lichtblick ist ein Geschenk an dich selbst. Ein paar Minuten in der Ruhe, damit Körper, Geist und Seele aufatmen können. Und dann setze dich in einem guten Abstand zu deiner Kerze hin und komme mal an. Nimm ein paar tiefe Atemzüge. Atme über die Nase ein und aus. Mit jeder Einatmung füllt sich dein Bauch. Mit jeder Ausatmung wirst du leer. Jede Einatmung füllt und nährt dich. Jede Ausatmung lässt dich loslassen. Komme an im Hier und im Jetzt. Und dann schaue auf die Kerze, auf die Flamme. Schaue die Kerze so lange an, wie du kannst. Und schaue sie so lange an, wie du nicht blinzeln musst. Und sobald du merkst, du musst blinzeln, schließe deine Augen. Und stell dir die Flamme hinter den geschlossenen Augen vor. Und wenn dieses Bild, dieses innere Bild schwächer wird, öffne deine Augen wieder und schaue in die Flamme. Und das wiederhole für eine ganze Weile. Schaue in die Flamme. Und konzentriere dich ganz auf dieses Licht. Nimm es in dich auf und höre. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker, aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Christus spricht von sich selbst. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und Christus spricht von dir, von uns. Ihr seid das Licht der Welt. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und so gib wohl Acht, dass das innere Licht in dir nicht finster ist. Schaue weiterhin auf das Licht, ganz konzentriert. Genieße die Stille. Genieße die Ruhe, die entsteht. Und lass das Licht wirken.
Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lässt sein Angesicht leuchten über dir und ist dir gnädig. Der Herr erhebt sein Angesicht über dich und gibt dir Frieden. Der Herr, der Gottesname, bedeutet der ewig Gegenwärtige, segnet dich. Der Gott, der jetzt auch bei dir ist. Er lässt sein Angesicht leuchten über dir. Und es heißt weiter, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Dein Wort ist meines Fußes Lampe und ein Licht auf meinem Weg. Denn ihr seid alle Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Deine Identität kommt von Gott, der sein Angesicht leuchten lässt über dir, der dir in aller Dunkelheit Licht schenkt. Licht für deine Seele, für deinen Geist und für deinen Körper. Und so mache dich auf, steh auf und strecke dich dem Licht entgegen. Mache dich auf und werde Licht. Schaue noch ein paar Atemzüge auf das Licht, auf die Kerze und nimm das Licht in dir auf.